Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, zum Beispiel nach Frankfurt, aber auch in Berlin, Hamburg oder München, dann stehe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Stau. Wie wird das denn in einigen Jahren aussehen? Wird das dann besser? Da muss ich leider böse Nachrichten überbringen. Es wird im Gegenteil eher schlechter werden, sagen die Experten, denn die deutschen Städte wachsen alle. Zumindest die großen Städte Berlin, Hamburg, München am stärksten von allen. Viel mehr, als es noch vor wenigen Jahren vorhergesehen wurde. Das heißt, mehr Menschen in den Städten, natürlich auch mehr Autos auf den Straßen. Der öffentliche Nahverkehr wäre da eigentlich die Lösung, zu sagen, dann bauen wir den aus, dann haben wir zumindest weniger Staus. Aber auch das ist nicht so einfach, denn das dauert oft Jahrzehnte. Wenn man eine neue S-Bahn-Linie plant, dann dauern das erstmal Jahre, bis da die Genehmigungen durch sind. Und bis die dann steht und tatsächlich fertig ist, sind oft Jahrzehnte vergangen. Bis dahin sind die Städte gewachsen und gewachsen. Das heißt, der ÖPNV hält nicht Schritt. Und da kommt die Autoindustrie inzwischen immer stärker mit vermeintlich schnelleren und einfacheren Lösungen um die Ecke. Sie haben sich ja genau mit diesen Lösungen beschäftigt, gemeinsam mit dem Kollegen Achim Reinhardt für den Film mit Vollgas in den Verkehrskollaps, der Kampf um die Mobilität von morgen. Da geht es ja um intelligente Verkehrskonzepte und das Erstaunliche ist, nicht nur Forscher forschen daran, sondern die werden auch entwickelt von der Automobilindustrie. Warum? Genau, die Automobilindustrie ist ganz stark konzentriert gerade auf den Verkehr in den Städten, in den großen Städten. BMW zum Beispiel hat ein großes Kompetenzzentrum für urbane Mobilität, heißt das, gegründet, wo sie eben solche Verkehrslösungen erforschen. Und was auffällt ist, die docken sich ganz stark an die Städte an, an die Kommunen. Denn das ist, dort wird die Verkehrspolitik gemacht, dort werden die Entscheidungen getroffen. Und da merkt man, da wollen sie einen Fuß reinkriegen. Denn die Experten sagen, die Automobilindustrie steht ein Stück weit auch mit dem Rücken zur Wand. Denn für jüngere Generationen spielt das Auto als Statussymbol, das muss man besitzen, möglichst großes Auto, nicht mehr so eine große Rolle. Die müssen nicht mehr unbedingt gerade in den Städten ein Auto besitzen. Das erkennt die Industrie und überlegt jetzt, wie kommen wir da raus, wie können wir das Produkt Auto retten. Und da spielt immer mehr die sogenannte Sharing Economy eine Rolle, also Carsharing zum Beispiel oder Ridesharing, wie wir das in dem Reportbeitrag zeigen. Das heißt, Auto nicht mehr besitzen, sondern auch teilen. Und das ist etwas, das merkt man ganz stark, was die Automobilindustrie versucht, den Kommunen näher zu bringen und versucht, das an die Kommunen zu verkaufen als Konzept. Jetzt denkt man ja gerade bei diesen Sharing-Konzepten, das ist doch toll, ich schaffe mein Auto ab und teile dieses Auto und damit entlaste ich die Städte und entlaste auch die Umwelt. Was ist daran schlecht? Wieso ist das falsch gedacht? Das ist genau auch das Verkaufsargument der Industrie, zu sagen, ja, Leute schaffen ihr privaten Pkw ab, das ist doch ein tolles Konzept. Das Problem ist, wenn man sich anschaut, wo dieses Carsharing zum Beispiel, also das sogenannte Free-Floating heißt, das ist Carsharing, das ist überall verfügbar, das kann man per App buchen, die stehen irgendwo an der Straße rum, da steckt man einfach ein, fährt und parkt sie irgendwo wieder, zahlt keine Parkgebühren, kann das Auto irgendwo abstellen. Wenn man sich anschaut, wo ist das verfügbar, das ist eben vor allem in den Innenstädten und das ist genau dort, wo es schon ein sehr gut funktionierendes und dichtes Netz an öffentlichen Nahverkehr gibt. Und das zeigen auch tatsächlich Studien, dass viele der Carsharing-Nutzer gar nicht ihr eigenes Auto genommen hätten, sondern mehr als drei Viertel entweder sonst ohne Carsharing mit Bus, Bahn gefahren wären, zu Fuß unterwegs gewesen wären oder mit dem Rad. Also eigentlich genau das, was Verkehrsplaner wollen. Sprich, durch diese Angebote gibt es die Gefahr, dass Leute von Bus und Bahn abgezogen werden und hin wieder zum Auto kommen und sozusagen die Einstiegsdroge für die Industrie hin zum Auto. Und Experten sagen, es würde dort Sinn machen, solche Konzepte zu haben, in der Peripherie, wo der Nahverkehr nicht so gut ausgebaut ist, wo man eben Carsharing nutzen könnte, um zur U-Bahn zu kommen, zur Endhaltestelle und von da in die Stadt. Aber genau da sind solche Angebote für die Anbieter nicht so interessant, weil da gibt es weniger Kunden. In der Innenstadt sind natürlich viel mehr Leute unterwegs. Das heißt, genau darauf fokussieren sich die Anbieter und da ist es eben vermeintlich kontraproduktiv. Das ist also ernüchternd. Wenn Sie aber mehr zu angeblichen Zukunftskonzepten erfahren möchten und die Wahrheit dahinter, dann sollten Sie nächsten Montag in der ARD einschalten. Da gibt es den Film von Achim Reinhardt und Heiner Hoffmann, exklusiv im Ersten mit Vollgas in den Verkehrskollaps, der Kampf um die Mobilität. 9:45 im Ersten.